Dann die fünfte Benehmensregel: mit den wichtigeren Sachen anfangen. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'ad nach Jemen geschickt hat, da hat er ihnen gesagt, du wirst jetzt zu den Leuten der Schriften kommen. Deswegen sollte das Erste, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibt dir sozusagen eine Reihenfolge, so ist es, soll das Erste, womit du anfängst, die zu rufen, ist, dass sie Allah einzig allein anbieten. Wenn sie das annehmen, dann bring ihnen bei, dass Allah ihnen 5 Gebete auferlegt hat. Und so ist es bei Wissen. Du kannst nicht alles auf einmal nehmen. Du brauchst Schritt für Schritt zu lernen. Aber du musst auch wissen, womit du anfängst. Einige Leute lernen unkontrolliert. Und manche wählen sich diesen Weg. Die gucken einfach nur von YouTube und lernen. Und sie gucken auf die Überschrift. Emotional. Ermahnung. Du weinst garantiert. Okay, das hilft das Herz. Ich beschreite nicht, dass es nicht hilft. Aber was ist sozusagen die wichtigeren Sachen? Manche haben mir gesagt, wo ich einmal in eine Stadt mit Usul al-Thalatha und Aqida angefangen habe zu unterrichten, nein, Herr, dieser Unterricht ist trocken. Und die wollen was anderes. Hier ist wichtig, auch für den Lehrer oder auch von denjenigen, der die Dawa führt oder die Dawa sozusagen organisiert, dass man nicht nach Wunschvorstellung Dawa macht, sondern wir müssen die Dawa von den Propheten überbringen. Wie hat der Prophet das Volk gerichtet? Und so gehen wir diesen Weg. Auch wenn die Leute das nicht einsehen oder merken. Aber du kannst nicht den Tawhid übergehen und mit anderen Themen anfangen. Das ist nicht die Da'wah von den Propheten, Anbiya. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er die Leute zu La ilaha illallah gerufen hat, sagte er, sagt La ilaha illallah, werdet ihr Erfolg haben. Und hat auch gesagt, dass Allah durch dieses Wort wird er blinde Augen öffnen, versiegelte Herzen öffnen. Guck mal, was das Wort von La ilaha illallah und Da'wah von Tawhid bewirkt. Deswegen sollte euch nicht der Shaitan kommen und sagen, das ist trocken, sondern das ist die Lösung. Und um die Prioritäten vielleicht aufzuschreiben, die sind auch wichtig zu wissen, was kommt als allererstes. Als allererstes Aqidah, Tawhid. Dann die Verpflichtungen, die jedem Pflicht ist. Die Verpflichtungen, die jedem Pflicht sind. Das Gebet und Reinigungsregel und solche Anbetungen wie Ramadan und so weiter, die muss man lernen. Dann kommen das, was in deinen Alltag von Essen und Trinken und Kleidung, was davon Halal und Haram, das Unterscheiden von Halal und Haram in diesen Angelegenheiten, das gehört zu deinem Pflichtwissen. Dann in dein Verdienst. Und das sind unterschiedliche Pflichten. Dem einen ist das Pflicht, der andere nicht. Aber auf jeden Fall, jeder, seine Arbeit, sein Verdienst, muss er wissen, was davon Halal ist, was Haram. Damit er den Halal und Tayyib verdient.